So kann weitergehen. Wir können auch mal ein bisschen hier Gas geben. Beschleunigt vielleicht die ganze Sache ein bisschen. Ja, wir sehen dann, ne? Geld geht echt runter. Hier haben wir so einen kleinen Einblick über Ausgaben und so weiter, ne? Das seht ihr auch nur so halb, ne? Ich kann auch mal meine Kamera einfach ausmachen. Mich will das sowieso keiner sehen. Aktuelle Preise auf dem Weltmarkt, okay. Können wir auch alle einsehen. Gibt auf jeden Fall einiges. Ach, Kredite können wir auch aufnehmen. Nee, das machen wir erstmal nicht. Tourismus, Kriminalität und so weiter. Können wir erstmal so ein paar Sachen sehen. Aber wir sehen nicht, was wir gekauft haben, oder? Konstruktionen und so weiter. Fahrzeugbetrieb. Okay. Ja, also hier ist jetzt schon mal der Kies verlegt worden, ne? Da sieht man jetzt ganz gut, man braucht nicht unbedingt so eine... Nee, der ist schon da dran, ne? Nee, man sieht das ja hier. Diese Asphaltmaschine ist halt, ne, wie man das heutzutage aussieht, dran, ne? Geht natürlich bedeutend schneller. Geht auch ohne. Und man muss natürlich immer warten, bis auch Arbeiter auf der Baustelle sind. Also hier sind es gerade echt sehr, sehr viele. Die Arbeiter bringt halt immer dieser Bus hier hin. Und hier sehen wir, wie viel Arbeitskräfte gerade hier sind. Der Bus kommt dann, holt alle ab. Sind alle Busse unterwegs? Okay. So, zwei. Wie sieht das hier aus? Bau wurde unterbrochen. Kein Arbeiter. Jo. Ist schlecht. Aber die Busse sind ja unterwegs. Das ist schon mal Straße. Also nach diesen Asphaltverlegen kommt halt dann noch Asphalt verdichten. Da kommt dann unsere Dampfwalze. Nee, Dampfwalze ist es ja nicht. Unsere Straßenwalze. In Einsatz. Hier ist die Straße schon fertig. Yo, geil. Hier ist die Straße schon fertig. Also ich hatte am Anfang mal einen großen Fehler gemacht, dass ich alles am Anfang direkt ausgebaut habe und dann konnte niemand nirgendwo mehr durchfahren. Hier machen wir jetzt eine Baustelle. Hier machen wir eine Baustelle. So, normalerweise müsste jetzt die Walze kommen. Ja, da ist sie da. Ist auch gleich schon fertig. Und umso mehr Arbeiter halt da sind, umso schneller geht das. Genau, so ein Feld muss ja nicht gebaut werden, ne? Aktueller Nährstoffgehalt. Ach so, wir müssen auch Dünger und so hinterkaufen, ne? Mal gucken, wie das läuft. Ich bin mal gespannt. Und dann gibt es ja auch noch den Winter, ne? Hab ich auch noch nicht geschaut. So ein Bauernhaus braucht doch auch Strom, oder nicht? Oh, dann fängt das ja schon früh an mit dem Strom. Mir graut es ja schon davor. Wo konnten wir das nochmal einsehen hier? Tatsächlich. Braucht auf jeden Fall Strom. Maximaler Stromverbrauch am Tag. 6 Megawatt, okay. Müssten wir normalerweise hinterher
Wo haben wir das denn? Mit so einem da, so ein Umspannwerk muss auf jeden Fall immer in der Nähe. Man sieht da jetzt hier Umspannwerk. Muss man in der Nähe dieser Gebäude bauen, ne? Und an diesen Umspannwerk kommt halt diese Stromleitung. Groovemaster, servus, hi. Ich denke mal, dass wir einfach mal hier. Ja, es ist auch blöd, ne? Wir werden gegenüber, hier gegenüber werden wir hinter diese Lebensmittelfabrik bauen. Ist dieser Weg halt kürzer, glaube ich. Wir werden jetzt einfach dieses Umspannwerk. Hä? Ach so. Ne, das macht auch ein wenig Sinn. Wir müssen ja irgendwo mit unserer Stromleitung hin. Leute, ihr habt keine Ahnung. Achso, das steht zu nah an ein Gebäude. Ja, wir müssen es halt auf der anderen Seite bauen. Es nützt ja nichts. Ja. Machen wir so. Und dann könnten wir so eine Spannungsleitung hier daran bauen, ja. Diese Höchstleistungsspannung, die haben, oha, die haben richtig 15 Megawatt, 6 Megawatt. Die können wir halt hinterher nicht daran bauen, ne? Wir können halt nur Mittelspannung. Das mit dem Strom habe ich noch nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall dockt das hier an, ne? So, genau. Und da will ich Gebäude im Weg. Wie Gebäude im Weg? So. Das haben wir schon mal. Also wir werden hinter diese Leitung hier bauen, ne? Das werden wir jetzt noch nicht machen. Was wir machen müssen, ist geplante Infrastruktur mit Ressourcen bauen. Das müssen wir machen und dann werden wir diese da. Unfertige Mittel, ja genau, ja, das werden wir machen. Wir brauchen dafür, für die ganzen Leitungen bauen, 40 Tage, 2 Tonnen Stahl und ein bisschen Elektronik. Zugewiesene Baubüros ist schon drin. Sehr geil. Dann lassen wir die einfach bauen, das geht ja relativ schnell. Was wir dafür brauchen, wäre eigentlich ganz cool. Asphaltmaschine. Wir werden einen Kran benötigen. So ein Straßenkran. Oh, wir haben zwei zur Auswahl. 70 km/h, 60 km/h. 26. Ja, komm, wir kaufen den. Wir gönnen uns einfach den teuren davon. Aber man sieht ja, ne, wie schnell die auf diese Straßen fahren können. Ah, hier ist schon fertig. Geil, die sind echt fix heute hier. So, da ist Baustelle, da ist Baustelle. Machen jetzt einfach mal so ein paar mehrere. Genug zu tun haben. Oh, 39% schon unser Bauernhof. Geil. Umspannwerk wird auch bald gebaut. Dauert halt alles, ne? Man kann das natürlich alles so ein bisschen beschleunigen. Umso mehr Baubüros wir haben, umso schneller können wir bauen, ne? Aber vielleicht übertreiben wir es am Anfang nicht. Kostet natürlich auch alles Geld, ne?
Wir geben ja quasi nur Geld aus gerade. Produzieren ja noch nichts, was wir verkaufen können. Und wenn das mit der Stromleitung hinterher alles fertig ist, Umspannwerk und so weiter, können wir hinterher uns Strom kaufen. Und hoffentlich machen wir dahinter noch Geld mit. Kann natürlich auch hier Kraftwerke bauen, ne? Kohlekraftwerke können wir bauen. Gaskraftwerk müssen wir forschen, okay. Solar gibt es auch und Windkraft. Kernkraft gibt es auch. Kühlturm. Mhm. Kühlrohr bauen. Ja, das ist die ganze Mittelspannungsleitung mit verschiedenen, da 0,65 Megawatt. Wo war ja? Das sind Mittelspannungsleitungen. Unterirdische dann, denke ich, ne? Gibt ja auch unterirdische Leitungen. Leitung abbrechen, okay. Es gibt Mittelspannungsschalter. Das sieht so ähnlich aus wie vom Nachbarn, ne? Da haben wir dann mehrere Anschlussmöglichkeiten, ne? Da können wir aus einem Zugang mehrere machen. So ein Verteiler halt, ne? Ah, da werden die Leitungen schon gebaut, sieht man gerade, ne? Tatsächlich. Schon fertig. Also die Leitung ist schon mal fertig, geil. Genau, Umspannleitung brauchen wir auf jeden Fall. Das weiß ich, das habe ich schon mal herausgefunden. Und dann gibt es halt noch diese Höchstspannungsleitungen. Ich weiß noch nicht, wann wir die so benötigen. Weil dann gibt es nämlich auch hinter Leistungstransformator. Und was? Stromeinspeisung für Züge? Achso, ja, ja. Und Stromeinspeisung für diese Busse. Gibt hinterher auch diese Trolleybusse. Okay. Wow. Könnte mich ein wenig überfordern, aber ich habe mega Bock drauf. Also ich wünsche mir irgendwie noch eine Geschwindigkeitsstufe schneller. Brauchen wir von irgendwas mehr? Brauchen wir mehr Busse? Obwohl, es geht ja alles gerade, ne? Baustellen sind eigentlich ganz gut bedient. Mit Arbeitern. Oh ja, jetzt sind erstmal hier 37. Geil. Der Bau läuft ohne Probleme. Das will ich gerne. Das lese ich gerne. Ja, was wir auf jeden Fall machen, ist schon mal für den Winter so ein bisschen vorsorgen. Es wird auf jeden Fall schneien im Winter. Klar, die Gegend, in der Gegend, wo wir hier so rumhausen, da sind die Winter echt hart. Deswegen brauchen wir für den Winter so einen Winterdienst, ne? So ein Schneeschieberdienst quasi. Für Straßenfahrzeuge. Ne, Depots für Straßenfahrzeuge. Wartung. Technische Dienste, genau. Technische Dienste brauchen wir. Die gibt es auch kostenlos. Können wir allerdings nur 3 Fahrzeuge, okay. Ja, wenn wir uns erstmal so am Anfang einen so gönnen. Denn hier... Achso, den werden wir erstmal hier mit verbinden. Wasser- und Abwassermanagement können wir auch kaufen. Es gibt nämlich hier diese Wassertransporter. Das heißt, wenn irgendwelche Gebäude Wasser benötigen, können diese Transporter halt auch Wasser kaufen von diesem Zollhaus hier und das dann an den Häusern, an den Betrieb bringen. Wir müssen am Anfang jetzt nicht zwingend irgendwie eine eigene Wasserversorgung herstellen. Müllwagen. Kleine Container. Okay. Und hier gibt es auch Absetzcontainermüll. Gibt natürlich auch Gebäude, die Müll produzieren, ne? Oder unsere Einwohner hinterher, die auch abgeholt werden müssen. Und den Müll müssen wir dann quasi entsorgen für teuer Geld an den Nachbarn oder wir müssen es halt hinterher selber irgendwie entsorgen. Ich weiß es noch nicht.
Was wir am Anfang brauchen, ist halt so Schneeflüge, ne? Da kaufen wir 3 Stück. Und die werden dann halt automatisch losfahren, wenn die Straßen zusitzen mit Schnee. Weil auf Schnee können die unsere Fahrzeuge ja nicht relativ schnell fahren, ne? So. Diese Musik, ne? Einfach herrlich. Ah, da sind schon unsere Schneeflüge. Sehr cool. Ach, die streuen auch Salz, denke ich mal, ne? So wie die aussehen. Ja, sieht so aus. Wow, wie schnell er einfach ablädt hier. Sieht echt teilweise witzig aus. Was macht unsere Baustelle hier? Unser Umspannwerk ist gleich schon fertig. Das Umspannwerk ist gleich fertig, geil. Nein, es fehlen Arbeiter. 2 Arbeitstage noch. Aber da kommt der Bus schon. Fertig. Gebäude hat keinen Strom, ist klar. Wir haben noch keinen Strom gekauft. Das machen wir dann hinterher, wenn der Bauernhof Strom braucht. Hier sehen wir dann hinter diesen die Gesamtleistung von diesem Umspannwerk und halt diese Bereitstellung, ne? Da bin ich mal echt gespannt. Ein Kran ist hier, okay. Ah. Aber in 19 Arbeitstagen ist das Ding auch schon fertig. Stahlbau. Ist halt blöd, dass wir die Arbeiter, die hier in diesem Bauernhof arbeiten, dass wir uns die halt auch von der Grenze holen müssen, ne? Dass wir da noch nichts Eigenes haben. Aber sobald wir Essen produzieren, könnten wir überlegen, dass wir eigene Wohnhäuser bauen. Wow, geil. Bauernhof ist fertig. Oha, es ist ziemlich groß, ne? Warenhaus, Exports, Zank für Flüssigkeiten, Imports, Treibstoff, okay. Flüssigdünger, also das Ganze hat hier so ein bisschen so ein internes Lager, ne? Wir können 40 Tonnen an Ware, also an Pflanzen lagern und so weiter. Ist ja cool. Ah, hier können wir die Felder, hier, Feldmittel. Jo, das ist das Feld, was wir angelegt haben. Das ist quasi hier drin schon. Keine Arbeiter, ja. Oder Nutzfahrzeuge zum Sehen, zum Ernten. Keine LKWs mit abgedeckter Ladefläche. Das Gebäude hat keinen Strom. Ja, das können wir ja alles ändern. Ich weiß noch nicht, ob wir am Anfang am Anfang so einen Kornspeicher oder so brauchen. Weiß es noch nicht. Gut, wir werden erstmal so ein abgedeckte Ladefläche, so ein Ding werden wir kaufen. Müssen wir anscheinend. 10 Tonnen Pflanzen, 5,6, 7,4. Kostet 5.700, ja. Kaufen wir einfach mal. Eine Erntemaschine brauchen wir auch, einen Mähdrescher. Und für die Aussaat ein Trecker. Geil. Ein Trecker. Von 1958 bis 1970. Sowjetunion. Wo ist unser Trecker? Da ist er.
Sehr cool. Einfach nur geil, oder? Oh, hat sogar Blinker, das Ding. Unglaublich. Ah, das ist ja metrisch, ja. Das sieht noch ein bisschen interessanter aus. Alte Dinge da. Oha, wo sitzt der? Oh, der muss hier draußen immer sitzen. Wenn es regnet, muss auch draußen sitzen. Geil. Aber richtig mit Riemen und so. Mein Gott. War der denn schon tanken? Nee, Tank ist gleich leer. 37 Liter. 35. Boah, der hat aber ordentlich Durst, das Ding. Boah. Also der wird gleich eigentlich automatisch losfahren. Jetzt fällt mir gerade auf, wir brauchen eine Feuerwehr. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, pausieren wir mal. Ich habe ja mal gesagt, wo ich das erste Mal gespielt habe, ist mir sofort sind mir sofort am Anfang so ein paar Gebäude abgefackelt. Die natürlich ultra lange gebraucht haben, um fertigzustellen. Und dann sind die einfach zusammengefallen. Wir werden staatliche Infrastruktur, genau. Notfall, Feuerwehrwache. Wir wollen so eine kleine hier bauen. Hier, das ist so eine kleine. Ja, die werden wir bauen. Die braucht aber auch Strom, ne? Das heißt, wir müssen die eigentlich hier irgendwo hinbauen. Sonst müssen wir noch ein zweites Umspannwerk bauen. Eieieiei. Können wir das hier nicht hinbauen? Wir sehen auch immer diese blauen Linien, ne? Das sind diese... Falls jemand zu Fuß geht, ne? Können wir das hier hinbauen? Das wäre echt cool. Obwohl, nee, das geht auch nicht. Ich stelle mich da auch ein bisschen blöde, glaube ich, gerade. So. Bauen wir halt direkt hier neben die Feuerwehrwache. Aber hier kann ich es ja nicht hinbauen. Wegen Strommasten, ne? Habe ich natürlich gut geplant. Wir priorisieren das nicht auf mittlere Priorität, sondern mal auf hohe Priorität. Obwohl es wird aktuell ja sowieso nichts anderes gebaut, außer die Straßen, ne? Macht natürlich dann auch Sinn, ne, wenn wir die ganzen Straßen ausbauen. Damit die Feuerwehr auch ein bisschen schneller fahren kann. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass nur Gebäude brennen können. Also denke ich auf jeden Fall auch. So ein Baubüro wird halt nicht brennen. Hier sieht man das ganz gut, dass dieser LKW hat jetzt nur Asphalt geladen. Der kippt den einfach nur aus. Dauert natürlich sehr, sehr lange, ne? Ja, dauert halt ultra lange. Und das ist natürlich hier ein bisschen schneller. Eine zweite Asphaltmaschine wäre nicht schlecht gewesen.